Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Let's Play. Nämlich spielen wir hier Remember Me mit dem Xbox Controller und ich würde mal sagen, starten wir gleich. Ich habe mir überlegt, mal Heroisten Agent zu nehmen für regelmäßige Spieler, weil ich das Spiel auch schon durchgezockt habe einmal. Nachdem unser Boot sank, erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer. Ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde. Ich spüre noch, wie seine Nägel sich in mein Fleisch grub. Und wissen Sie? In der ersten Nacht, sagte er, teilen wir unsere Erinnerungen. Ich hatte ein bisschen Angst. Aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter. Spürte ich alles. Zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe. So warm und so stark. Sie tat fast weh. In den letzten 3 Jahren war jeder Tag unser erster Tag. Das Wetter war so heiß an jenem Tag. Die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff. Ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus. Niemand schoss. Der Krieg war vorbei. Wer weiß, ob ich je den Mut finde, meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben. Aber ich bin beruhigt, da ich weiß, dass sie gut geschützt sind. Dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern. Gute oder schlechte. Dank meines Sensen lebt mein Mann weiter. Hier. Und hier. Ja. Wie ihr gerade gesehen habt, spielt das, also ist es erst möglich zu spielen ab 2084, also wir sind jetzt hier im Jahr 2084. Ja, die Story habt ihr jetzt, also den Hintergrund habt ihr ja gerade gesehen. Guten Tag, hörst du mich? Ja. Wie heißt du? Melin. Welches Jahr? Was hast du gesagt? Melin. Verdammt. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Welches Jahr haben wir? Ich weiß nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Dr. Quaid? Ja. Dieses Objekt leistet etwas Widerstand. Führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ja, Herr Doktor. So, es geht weiter. Tut mir leid. Danke. Nun bitte auflegen.
Das bin wahrscheinlich ich dort im Hintergrund, ne? Cape Cod Crescent. Wo zum Teufel? Wuhu, gehen wir da durch. Nee, ich will da nicht durch. Sehr gut. Schade. Kann ich hier wegrennen? Ich erinnere mich an nichts. Bitte das Personal nicht abwenden. Es kümmert sich um dich, sobald es kann. Ja, ist mir egal, ich gehe jetzt da durch. Lass mich da durch. Kann ich ihn schlagen? Schade. Du hast dich verirrt. Mach dir keine Sorgen. Geh einfach zurück und folge dem orangefarbenen Weg. Die sind ja sozial hier. Nachrücken bitte. Ja, chill mal. Mr. Unbekannt ruft an. Hoi, hi, Mr. Unbekannt. Bevor jetzt hier der neue Dialog kommt. Ach. Das ergibt keinen Sinn. Wollte ich noch sagen, ich werde jetzt hier einfach aufnehmen und schlussendlich werde ich dann mal schneiden bitte und dann. Und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Dann wird nicht unbedingt deine Verabschiedung kommen. Kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Nillen. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Leg los, wenn ich sage. Wer bist du? Wenn du überleben willst, dann hör auf mich. Ja, das will ich glauben. Bitte stell dich an und warte, bis du dran bist, bevor du dich auf den Stuhl setzt. Was will ich ja machen, Alter? Was hast du für ein Problem? Netzwerkstörung. Temporäre Quarantäne aktiviert. Danke für deine Geduld. Jetzt sind sie aufgewacht. Ich hab keine Geduld. Links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst, beweg den Kopf. Ich bin mit deinem Sensen verbunden und fühle es. Ja. Die Tür. Geh drunter durch. Schnell! Oh, ich bin so schnell. Bin ich jetzt schlafen? Oh, schön. Hallo. Das ist der Karl. Hi Karl. Gehen wir da durch. Unbeaufsichtigter Patient im Sperrgebiet. Zwangssicherungseinheit entsandt. Ach, jetzt besucht uns Karl sogar. Was geht jetzt ab? Ach, ich muss die ausweichen. Doch, machen wir doch mal. Aua. Aua. Die Passage rechts von dir. Nimm sie. Geh auf. Du musst weiter. Los, Nillin, geh weiter. Tag. Wo bin ich? Ich bin gleich wieder zurück. Stell in eine Kiste. Mach. Eine Kiste?
jetzt gehen wir voran. Jemand Platz. Nellen, bist du okay? Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus sofort. Nur ruhig. Ich bin Edge. Vertrau mir, Schwester. Hab ich gerade, Bruder. Und jetzt lieg ich in einem Sarg. Ich muss dich auf das da draußen vorbereiten. Der Feind ist Memorize. Ein Unternehmen, das Gedächtnisse digitalisiert und vermarktet. Sie nennen es Sensen-Technologie. Und die Welt ist süchtig danach. Klar? Ja. Du warst Gedächtnisjägerin, Nellen, die Beste. Andere Jäger plündern nur Erinnerungen, aber du kannst sie remixen. Und vor allem bist du Erroristin. Wie ich. Warum haben die das mit mir gemacht? Du warst eine Revolutionärin und meine beste Agentin. Wir kämpften dagegen, dass keine Firma ein Monopol auf alle Erinnerungen bekam. Aber vergeblich. Wir wurden gefangen und eingelocht. Oh, das ist ja alles ganz nett hier. Aber ich muss jetzt wirklich raus aus diesem Sarg. Die Strömung bringt dich zum Slum 404. Sobald du da bist, verrate ich dir meinen Plan.